Sie hatten genug von der Gewalt, genug vom Terror. Und mehr als genug von jeder Form der Diktatur, ob sie nun braun war oder rot. Die vier Mächte-Stadt Berlin hatte zwei politische Systeme nebeneinander in Aktion erlebt. Und sie hatte sich für die westlichen Alliierten entschieden. Nun wartete die belagerte und gemaßregelte Stadt, ob sich auch der Westen für sie entscheiden würde. Diese Entscheidung kam mit dem Donnern der Motoren. Innerhalb von 24 Stunden war die Luftbrücke eine Tatsache, kein Fantasiegebilde mehr. Auf der ganzen Welt rieb man sich ungläubig die Augen. Amerikaner, Briten und Franzosen hatten aus glitzerndem Aluminium und unermüdlicher Improvisationskunst eine Brücke durch die Luft geschlagen. Darüber rollte die Antwort der Alliierten auf die sowjetische Blockade. Mehl und Kohle, Medikamente und Benzin, Vertrauen und Hilfe. Die Berliner hatten gewählt. Berlin sollte kein zweites Prag werden. Die Westmächte hatten gewählt. Berlin sollte kein zweites München werden. Wenige Tage nach Beginn der Luftbrücke verließ die Sowjetunion in offenem Bruch des Potsdamer Abkommens die alliierte Kommandantur. Die Vier-Mächte-Verwaltung Berlins war damit gestorben. Die Russen hatten trotz ihres Lieblingsschlagwortes von der deutschen Einheit Berlin mittendurch gespalten. An der Dreiländerecke des Potsdamer Platzes werden die Sektorengrenzen eingezeichnet und Zäune errichtet. Es gibt jetzt zwei verschiedene Berlin, Ost-Berlin und West-Berlin, das rote Berlin und das freie Berlin. Denn auch die Stadtverordnetenversammlung, die von kommunistischen Aktionsgruppen aus dem Stadthaus verjagt worden ist, hat im britischen Sektor Zuflucht gefunden. Die gesetzmäßige Verwaltung der Stadt arbeitet weiter, ob mit oder ohne Beteiligung der FDP. Im Westen der Stadt ist eine freie Universität wie aus dem Nichts entstanden. Ebenso eine wirklich unabhängige Gewerkschaftsbewegung. Ja, sogar zwei verschiedene Briefmarken gibt es, Symbol für zwei verschiedene Städte. Das Leben in den Westsektoren ist gewiss nicht leicht. Da die Sowjets den elektrischen Strom überwiegend in ihrer Gewalt haben, hört der Verkehr von Straßenbahn und U-Bahn um 6.30 Uhr abends auf. Und wenn die Sonne sinkt, ist es für 2¼ Millionen Berliner wirklich Nacht. Der Strommangel bringt hunderterlei Probleme mit sich. Und hunderterlei verschiedene Lösungen. Oft genug aber gibt es auch keine Lösung, nur ein Warten. Mühselig schleppt man sich unter seiner Last dahin. Graue Menschen im grauen Alltag. An den Sonntagen aber konnte sich die Stadt ausruhen, voll Dankbarkeit für die langen, sonnigen Sommertage. Denn Gott sei Dank kam wenigstens das Wetter noch durch die Blockade. Und auch die Sonne brauchte nicht rationiert zu werden. Am Montag fängt die Woche wieder an. In übervollen Verkehrsmitteln geht es zur Arbeit, die für manche neue Formen angenommen hat. Die kleine Friseuse aus Lichterfelde hat einen neuen Beruf gefunden. Und ebenso der Fahrstuhlführer aus Schöneberg. Tausende von Fabrikarbeitern sind Luftbrückenpersonal geworden und laden in Gato und Tempelhof die riesigen Maschinen aus. Ein paar weitere Tausend haben sich mit Schaufel und Picke bewaffnet und den neuen Flugplatz in Tegel in Angriff genommen. So lebt man in West-Berlin, im freien Berlin. So arbeitet man hier, verdunkelt, abgeschnitten, eingeengt. Während man jenseits des Brandenburger Tors darauf wartet, dass die Berliner aufgeben und dass die westlichen Alliierten endlich abziehen. Die Antwort der westlichen Alliierten auf die Frage gibt General Klee. We have a right to be in Berlin and we intend to maintain that right. Die Antwort Berlins
gibt vor dem Reichstagsgebäude die Bevölkerung. Es gibt nur eine Möglichkeit für uns alle, gemeinsam so lange zusammenzustehen, bis dieser Kampf gewonnen, bis dieser Kampf endlich durch den Sieg über die Feinde, durch den Sieg über die Macht der Finsternis besiegelt ist. Das Volk von Berlin hat gesprochen. Mit 300.000 Stimmen und ihr Schall drang bis nach Washington, bis nach London, bis nach Paris, bis in die Vollversammlung der Vereinten Nationen, in der die Westmächte immer wieder von neuem eine Lösung für die Berliner Frage suchten. Die Stimmen aus Berlin fanden auch in Deutschland überall ein Echo. In Hamburg stimmt der Senat für ein Hilfsprogramm. In Bremen startet eine Zeitung eine Sofortaktion. In Essen gibt ein Zirkus eine Wohltätigkeitsvorstellung. In der Welt des Westens stellt sich eine Stadt nach der anderen, ein Land nach dem anderen, hinter die Berliner. Die Luftbrücke der Briten und Amerikaner aber ist das Band, das Berlin mit der übrigen Welt vereinigt. Zugleich mit dem sowjetischen Druck stieg auch der Verkehr über die Luftbrücke an. Es wurde November, Dezember. Es kam Regen und Nebel, aber die Kette der Flugzeuge riss nicht ab. Sogar der Winter, General Winter, der verlässliche Verbündete der Sowjets, konnte die Westmächte nicht aufhalten. Auch die Berliner konnte dieser Winter nicht besiegen. Wenn keine Kohlen da waren, mussten die Alleebäume herhalten. Wenn auch kein Friede da war, musste man eben abwarten. Aber die Berliner waren fest entschlossen zu beweisen, dass sie nicht nur bei gutem Wetter Demokraten sind. Die zweite Stadtverordnetenwahl seit Kriegsende war von vornherein eine merkwürdige Angelegenheit. Anerkannt war sie nur in den westlichen Sektoren und auf sowjetischen Befehl durfte die SED nicht kandidieren. Auf diese Weise war die Wahl nur insofern bedeutungsvoll, als jede abgegebene Stimme als ein Vertrauensvotum für Berlins Freiheitskampf gelten konnte. Am 5. Dezember 1948 erfüllten die Berliner ihre Pflicht als Demokraten und trafen ihre Entscheidung zwischen Ost und West, die durch drei erfahrungsreiche Jahre gereicht worden war. Das Endergebnis zeigte, dass 86,3% aller Wähler dafür gestimmt hatten, auf der Seite des Westens, auf der Seite der Freiheit zu bleiben. Am nächsten Morgen wurde nicht auf den Straßen getanzt und wurden keine Feste gefeiert. Aber man fühlte beim Rückblick auf die vergangenen Monate einen gelassenen Stolz und für die Zukunft eine neue Entschlossenheit. Die Berliner hatten sich zwischen den Trümmern ihrer Stadt etwas aufgebaut. Etwas Neues, Starkes, Freies. Und jeder hatte daran teil. Der Arbeiter auf dem Kohlenplatz. Der Professor an der Freien Universität. Der gerade erst aus Russland zurückgekehrte Kriegsgefangene. Und seine Mutter. Und auch sein Pfarrer. Es ist schwer zu sagen, wann und wo und wie es eigentlich angefangen hat mit diesem neuen Geist Berlins. Aber jeder Berliner weiß, wie es enden wird.